Es ist ein großartiges Werk, ein Beispiel, ein cinematografisches Beispiel, wie man Dinge erzählt, ohne sie zu erzählen. Also so Dinge passieren off-camera und trotzdem vermittelt sich alles. Und gerade dieses off-camera zu erzählen, ist natürlich von der produktionstechnischen Seite halt viel günstiger. So, also da kommt dann ein Autounfall vor, den wir nie sehen und so, ne? Gleich zu Anfang des Films. Und dennoch schafft es einen Sog, eine Suspense. So, das, und da ist der Film ein großartiges Beispiel für mich gewesen. Also so Sachen zu erzählen, ohne sie zu zeigen. Also interessant an dem Film ist, interessant überhaupt an der Türkei ist, dass, also im Gegensatz zu hier, ne, so, vor allem zu Deutschland, aber auch zum, ich sag mal, zum reicheren Europa, also so Skandinavien, wahrscheinlich Frankreich und England kenne ich jetzt zu wenig, aber was ganz stark in der Türkei herrscht, ist so, es gibt so eine Form von Schichten. Ja, und das erzählt der Film ganz klar. Also du hast diesen Politiker, diesen korrupten Politiker auch, ja, der einen Fahrer hat. Und der kann den Fahrer behandeln wie so einen Leibeigenen. Und er kann von Anfang an zum Fahrer sagen, ey, kannst du für mich bitte in den Knast gehen? Also, und der macht das, weil er unterwürfig ist, weil das seine Schicht ist. Also er ist das dienende Volk und er dient der einer oder zwei Klassen höheren Gesellschaftsstruktur, nämlich den Politiker. Und das erzählt Nuri Bilge Ceylan's Film. Und das ist für mich sehr faszinierend, weil ich kenne das, aber ich kenne es auch nicht, weil ich hier geboren bin und mit dem Wertesystem hier aufgewachsen bin oder sowas. Und das von da drüben, das kenne ich natürlich nur aus Beobachtungen. Çıktığında hiç olmazsa elinde toplu bir paran olur. Benim şu adaylık durumu olmasa senden böyle bir şey istemezdim, biliyorsun. Ama şimdi seçim arifesinde bu kaza bile olursa benim siyasi hayatım o saat biter Eyüp. Biliyorsun işte. Zaten fırsat kolu değil bile. Maaşın da devam eder. Senin olan her ay gelir alır. Toplu parayı da çıktığında elden nakit veririm sana. Olur mu? Er ist ein Erzähler. Es ist am Ende des Tages Erzählkino. Es ist sehr stimmungsvoll, aber es ist nie so, dass die Stimmung dominiert. Es ist immer im Einklang mit der Erzählung. Also anders als jetzt, weiß ich nicht, deutsches Arthouse oder manchmal französisches Arthouse oder so, wo denn die Stimmung immer im Vordergrund ist und also und die Erzählung vernachlässigt wird. Und da ich selber ein Erzähler bin und vom Erzählkino komme und mir es immer darum geht, zu unterhalten, finde ich Nuri Bilge Ceylan halt ein großes erzählerisches, so ein Orientierungspunkt, so ein Fixpunkt, weil er kann eben sehr stimmungsvoll sein, aber er verliert niemals das Erzählen. Und immer auf Augenhöhe. Also man glaubt immer, was er erzählt. Das liegt natürlich an seiner hervorragenden Besetzung immer wieder.
und an seiner großartigen Schauspielführung. Und ja, das verbunden mit seiner Stimmung. Also seine Stimmung ist, er hat ja auch bei Three Monkeys, es ist keine bewegte Kamera, was gar nicht mein Typ ist, weil ich bewege die Kamera eigentlich immer sehr gerne und sehr viel, weil ich glaube, ich auch ein nervöser Typ bin. So, und Nuri Bilge Ceylan macht diese Stills wie in der Fotografie, aber diese Stills haben immer, es ist jetzt nicht so, als würdest du einen Film sehen, wie Farbe trocknet oder sowas, sondern in den Stills entsteht immer eine Spannung, es ist immer ein Sog. Und das hat mit seinem Bildausschnitt zu tun und das hat auch damit zu tun, dass er auch ein hervorragender Fotograf ist. Ne yapayım? Bırak bırak. Ha? Özledim seni. Özledim. Ne özlemesi? Özledim. Ya kızım özleme özleme bu işler bitti. Uzatma. Tamam bitti. Konuştuk tamam. Yaşandı bitti. Tamam ben de senden hoşlandım. Bu kadar. Yok ya. Ya? Bu kadar mı? Tabii. Bitti. Tabii bitti. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Herkesin işi gücü var tamam mı? Herkes kendi yoluna. Bu kadar kolay değil. Saçmalama. Akıllı ol. Sen benim kaderimsin. Akıllı ol. Kader mader anlamam ben. Ha? Gebertirim vallahi. Bırakmam. Şerefsizim gebertirim. Bırakmam seni. Ulan bırak. Ulan bunu dolaşıp manyak karı. Wenn sie sich mit dem Politiker trifft, am Bosporus irgendwo, weißt du, so sie geht da an der Stadtmauer entlang und findet eine Lücke und trifft ihn dann, den Politiker, und hat dann diese Auseinandersetzung mit ihm und offenbart ihm, also er will nicht, dass sie nochmal vor seiner Haustür ist und er will sie zum Teufel jagen. Und sie offenbart sich, dass sie sich in ihn verliebt hat. Und das ganze Ding ist aus einer Totalen gefilmt. Du hast nur diese zwei Figuren, die sehr körperlich denn spielen, weil sie den Raum dazu haben. Also der Regisseur gibt ihnen den Raum. Ich glaube, es sind zwei Einstellungen. Es ist eine Totale und eine noch weitere Totale. So, er macht kein Close-up, er macht keinen Schuss gegen Schuss. So, er macht aber auch keine Theaterbühne, weil er ist weiter weg. Er macht eigentlich eine eindrucksvolle Fotografie, die sich bewegt. Das ist Bewegtbild, so tatsächlich. Und das fand ich doch eine sehr eindrucksvolle Szene, wie sie sich an seinem Bein klammert auch und ihn nicht gehen lassen will. Das hat mir gefallen, ja.